Der Begriff Alien kommt aus dem Englischen und bedeutet Fremdling. Aber was sind Aliens? Wie werden sie in den Medien dargestellt? Und warum sind wir ihnen noch nicht begegnet? Aliens sind Lebewesen von anderen Planeten. Sie werden häufig mit fliegenden Raumschiffen gezeigt und sind nicht immer freundlich. Aber dennoch werden Aliens auf unterschiedlichsten Arten in den Medien dargestellt. So zum Beispiel ist der Doktor von Doctor Who ein Alien. Er ist ein Time Lord von dem Planeten Gallifrey und hat unter anderem zwei Herzen. Wenn er stirbt, kann er seinen Körper regenerieren. Somit regenerierte der Doktor zum ersten Mal auch zur Frau. In der Filmreihe Star Wars gibt es ebenfalls die unterschiedlichsten Aliens. Eins der bekanntesten ist Chewbacca, ein Wookie vom Planeten Kashyyyk. Er ist ein großes, haariges, menschenähnliches Wesen, die bis zu 400 Jahre alt werden können und in Wäldern leben. Wenn man einem Wookie das Leben rettet, hat der Wookie eine Lebensschuld bei seinem Retter. Das bedeutet, dass er ihn ein Leben lang beschützen wird. Ein nicht ganz so freundliches Alien ist der Xenomorph. Dieses Alien kommt aus der Filmreihe Alien und versucht in diesem meistens seine Opfer zu fangen, um sie in einen Kokon zu spinnen. Den Opfern werden sogenannte Facehuggers auf das Gesicht platziert. Somit setzen sie ihre DNA in das Opfer ein, wo wenig später eine Larve aus der Brust des Opfers bricht. Aber warum sind wir noch keinen Aliens begegnet? Zum einen kann es sein, dass sie lange vor uns geboren wurden oder wir lange vor ihnen. Vielleicht sind die Aliens auch noch nicht weit entwickelt oder sie leben viel zu weit weg. Andererseits können uns die Aliens bereits gefunden haben, möchten aber nichts mit uns zu tun haben. Oder aber die Aliens leben bereits unter uns.